So. Will hier keiner followen. Das war gar nicht mal so gut. Ich glaube, das ist nicht worth. Den ist dafür Level 1 XP. Aber Zeri hat keinen Pot, Lulu hat keinen Pot. Actually. Aber da war mehr drin. Also da hätten wir mehr rausholen können, auf jeden Fall. Demons will tempt the good man, while devils bargain with the desperate. Angels simply wait. Ja, das war wirklich auch einfach selten, dämlich ins Level 2 rein zu traden. Aber es hat irgendwie trotzdem halbwegs funktioniert. Crazy. Jetzt freeze die Lane. Ey, das ist actually huge für uns. Holy shit. Wer meint, es war genius. Es war tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Krass. Ich guck da nicht hin. Wenn ich nicht hingucke, wird's gut. Ich will hingucken. Scheiße, das ist wie eine Sonnenfinsternis. Also der Botlane ist trotzdem ziemlich fucked tatsächlich. Ja, ich mach noch eins. Das letzte Game war unsatisfying. Es war ein Support-Game, das zählt nicht. Leuchtet einfach alles nur noch bunt. Oh no! Flash doch für den Schild! Hmm.
Nee. Nee, doch nicht. Sorry, hab ich dich gebaitet, my bad. Ich dachte, weil der Viego moved, können wir da noch was machen, aber ich glaube, das war int. Das Problem ist, wir haben den Challenger-Spieler auf Ornn im Hard-Losing-Toplane-Matchup und die haben den Challenger-Spieler auf Botlane mit Zeri Lulu. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Aber Zeri ist auf jeden Fall gut behind. Und die spielt, muss Cleanse spielen. Das ist jetzt später nicht den Ghost-Faktor. Ja, die respekten einfach, ne? Die chillen einfach nur. Aber wenn die so respekten, dann machen wir halt Drake, ne? Also müssen irgendwas dafür kriegen, dass die nicht das Spiel spielen. Mechanical angel for an age of gunslingers. How thoughtful. Ah, das reicht mir irgendwie nicht, was wir hier kriegen. Das reicht mir nicht. Wir müssen einmal weiter Drakes stacken, ne? Wir sind die nächsten zwei Drakes noch viel, viel stärker als deren Botlane. Ich glaube, wir hätten hier auch vielleicht trappen sollen, dass sie die nächste Wave pushen, war klar. Zeri pusht immer eine Wave mehr noch. Das ist Nautilus halt auf Map. Ich glaube nicht, dass wir dafür was bekommen, oder? Na, Akali ist einfach am Chillen. Das war richtig gut.
bin nicht rangekommen. Wir müssen jetzt den nächsten Drake spielen. Wir haben jetzt Krakenslayer. Arrow ist auch wieder ready. Also der nächste Drake-Fight muss, der muss uns gehören. Alles andere wäre ein Desaster. Das ist natürlich terrible, dass du da stirbst, kurz vorm Drake. Hugo ist jetzt topside. Jetzt haben wir keine Ults für den Drake. Ich weiß nicht, ob wir den machen können. Boah, guys. Wir haben jetzt einen ganzen Toplane Tower gedroppt. Komma eins Sekunde, dann wäre ich Base. Oh mein Gott. 0,1. Ja, ich muss jetzt Bot gehen, oder? Oder gehen wir jetzt, gehen wir für Harold? Harold ist schon gone. Not sure what we can do. I can see the devil's okay. Ja, dann ich will nicht gegen Akali gehen, Brother. Was ist das? Okay, machen wir jetzt Mitte.
Aber wir können auf die Ornold beide Spells missen. Oh, ist das schade. Scheiße. Zweimal TF und zweimal tot. Das ist doch kacke. Okay, strong. Boah, Guys, wir wollen auf jeden Fall den Drake kriegen hier, ne? Was er auch immer macht. Solange wir einen Drake kriegen, bin ich fein. Ich im Midlane Tower? Oh, ich hatte so Schiss gerade. Dass die Akali mich da umrollt. Lieber einmal zu viel Ghost zünden, als zu wenig. Der wird jetzt wieder ulten, ne? Problem ist, wir können jetzt halt keine Midlane-Prio mehr holen, weil der TF immer ult-pressured. Wenn wir Midlane versuchen zu pushen, werden wir halt von den Sidelanes in-collapsed quasi. Ah, Zarya hat jetzt gleich zwei Items, dann ist sie trotzdem stärker als ich, ne? Wir brauchen auf jeden Fall die Soul. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die reicht als Win Condition, aber wir brauchen sie, um überhaupt gewinnen zu können. Und kein TP.
Kali Gaming. Na, war ein Close Fight, aber Kali hat ihre E halt gehittet auf mich, dann bin ich dead, ne? Ich glaube, Wills End ist gutes drittes Seite mir. Weiß ich gar nicht, ob der TF den Fight gecarried hat. Na ja, gut, der hat Stunkarten gehittet, ja. Aber. Es leuchtet einfach alles nur noch bunt. Oh, Seidon. Dank. Meister. 4 sogar heute. Junge, was ist denn da los? Das Play hat nicht geklappt. Okay, den haben wir aufgegessen. Strong. Ornn hat Smite. I'm the jungler now. Ja, die Flashes waren vielleicht ein bisschen too much, eventuell. GG's, Alter. Triple kill Nautilus.
Jo, let's go. Boah, aber muss ich sagen, das war eigentlich ein echt geiles Game, so. Das war richtig close, bis wir dann diese Catches gefunden haben. Ich glaube, die Gegner würden das nicht so unterschreiben. Die Gegner würden sagen, war ein richtiges Kack-Game. Junge, Raid? Wie, nicht finish? Nicht finish? Ein Fest! Oh, 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 oh. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ich muss hier kurz zaubern. We have to zauber a bit hier. Ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe gerade das Game meines Lebens, Alter. Dankeschön für den Raid. Wir sind hier gerade immer noch auf unserem... Naja. Challenger Grind kann man es ehrlich gesagt nicht mehr nennen. Wir sind schon relativ weit weg von Challenger. Aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran, Guys. Wir bleiben dran. Ey, das war ein richtig gutes Game von uns. Holy shit. GG. Boah. Das war echt ein starkes Game. Unsere einzigen Tode waren zweimal TF-Ult und einmal Akali hat Akali-Sachen gemacht. GGs. Plus 20. Also mit Ash haben wir echt einen Lauf heute.